Halle ist Johnny Katze und wir hört, es gibt ein Flugzeug. Und wir sieht, es gibt auch ein Flugzeug. Und, okay, habt ihr den Schild gesehen? Okay, ich rate es jetzt nicht. Aber, was für ein Flugzeug denkt ihr, was es ist? Ja, was denkt ihr? Okay, ihr habt jetzt keine Stimme. Es ist ein Corsair 450. Und dann fragt ihr, Alter, das ist kein Jet oder irgendwas. Ja, das ist von WW2 und das ist ein amerikanischer Klassiker. Okay. Ja, wie jeden Klassiker, das ist cool, wie es aussieht. Das war eine bla 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 bla. Okay. Es war in den ja, es war so ein Flugzeug, der auf Schiffe landet und es war benutzt, dass es Schiffe zerstören kann und deswegen hatte es Raketen und Bomben darunter, aber da gehe ich nicht mit, weil es stinkt und ja, ist nicht okay. Und dann hat es auch zwei 30 mm Maschinengewehre oder Kanonen, wie man es auch in meine Richtung Flieger ist nennt. Okay, und ihr habt vielleicht schon den Kinder und der sagt jetzt, der ist eigentlich mich, ja, okay. Und der ist eigentlich mein iPad. Hallo, ich bin Johnny Katzes iPad, hallo. Okay, ja. Und der oder ich habe es ja gebaut. Und ich wollte euch jetzt kurz zeigen. Natürlich ist das, war das Flugzeug nicht so groß. Und hier habe ich Benzin oder ja Gasolin oder was man das nennt. Und das ist Kanone-Ammunition, weil die heißen ja Kanonen. Und natürlich, wenn ich jetzt das klicke, schießt es jetzt nicht, weil das ein Flugzeug ist. Und das ist ja Minecraft und das fliegt gar nicht auch. Und ich kann einen Motor starten. Und es macht schöne Motorgeräusche, aber ja, es tut nichts. Und das tut auch nichts, obwohl es eigentlich schneller gehen soll. Okay, und es sind Zellen. Und die Landungen. Und ich zeige euch jetzt, weil vielleicht habt ihr es nicht gesehen. Die Sachen da. Und die Sachen hier. Und dann sagt ihr, hatten WW2-Flugzeuge überhaupt Landungssysteme oder Dings. Ja. Ich meine, die hatten die auch so nicht wie früher Seiten in WW2, aber ich bin kein Experte. Und das sagt ihr, du bist kein Experte. Ich bin mehr so ein Experte. Nein, ja. Aber ich lasse es jetzt auch, on, weil ich brauche das jetzt. Und dann, ja, Bomben. Da gibt es Bomben da bestimmt da unten. Okay, und ja. Und so ist es. Und warum ich dieses Flugzeug jetzt genommen habe, ist, guck mal, vielleicht habt ihr es nicht gemerkt, aber wenn ihr nicht gemerkt habt, dann seid ihr dumm. Nee. Aber es hat schöne, kurvige Flüge, ja? Ich meine, guck es an. Das ist nicht normal. Ich meine, ja, okay. Zu dieser Zeit hatten die Japaner auch solche Sachen. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von Pearl. Ich meine, es war keine Geschichte, sondern es war ein Krieg zwischen Japan und Pearl Harbor und ja. Und okay, ich mache jetzt, weil das nicht aussieht. Mein Bild sieht so hässlich aus. Okay, das ist jetzt ein Achterbahn, aber wo habe ich das? Ja. Okay, die Japaner haben solche Schiffe angegriffen und ja, okay, die sahen nicht so aus, aber die haben unsere U-Boote angegriffen. Ich meine, ich bin Amerikaner, deswegen kann ich unsere sagen. Und ja, die haben solche Boote angegriffen mit Flugzeugen, die fast genau wie die Corsair 450 aussahen und ja. Und deswegen sind wir mit solchen Flugzeugen, ich meine Corsair,
450 zurück angegriffen und dann haben wir auch mit B2 Bomber und bla 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 angegriffen und die mit Nuklearbomben, Atombomben gebombt, ja. Und so ging das ganze Ding nicht. Und dann, ja, legte den USA in den WW2 los. Und dann fragte ich, was ist diese dumme Dinge? Ja, das ist eigentlich eine Kanone. Das ist eine Torpedokanone für so ein Schiff. Und das ist eine alte, ja, das ist nicht die neue, mein Experiment. Und die habe ich auch. Okay, ja. Aha. So. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Speck so hässlich. Ich glaube, ich würde gleich von Welt rausgekickt. Ich glaube, mein iPad mögt es nicht, dass ich die ganze Zeit über das ganze Ding. Okay. Ja. Und warum mache ich immer WW2 Kriegsschiffe, Kriegsschiffe, aber Kriegsflugzeugen, Kriegspanzer, Ding. So mache ich das alles. Weil die waren die besondersten Sachen. Ich finde, die sahen ganz besonders aus. Die habe ich auch ein Video gemacht. Und es sah ganz komisch aus, wie das alles, ja, es sah ganz komisch aus. Und das ist jetzt so, wo man schläft. Und in die Kriegsschiffe war es nicht so, aber die hatten fast keine Priorität. Ich meine, die mussten fast aufeinander schlafen. Und ja, das ist ein Tisch. Ich esse mein Mittagessen. Wo habe ich das? Nee, okay. Ja, und alles sieht schön aus einfach. Bisschen Redstone, aber das müsst ihr nicht verstehen, ja. Okay. Und dann, ja. Tschüss alle und danke, dass ihr zugeschaut habt und für ein bisschen Geschichte Unterricht. Okay, ich gehe hier hoch. Okay. Tschüss alle.